Hallo, in dieser kleinen Videoserie wollen wir über Schmerzen reden, insbesondere über Schmerzen des Rückens, also des unteren Rückens und des oberen Rückens, des Nackens. Aber bevor wir über Details in den Bereichen sprechen, möchte ich über Schmerzen ganz allgemein sprechen, über das Thema Schmerz, was Schmerz bedeutet, wo Schmerz herkommt und die Rolle des Gehirns dabei. Hallo, mein Name ist Dr. Philipp Eckhardt. Ich bin Inhaber einer Praxis für funktionelle Medizin auf der Basis der funktionellen Neurologie und ich bin auch Gründer und Leiter der Neurologakademie, einer Akademie für funktionelle Neurologie. Wenn ihr Interesse habt an neurologischen Themen in Bezug auf die Gesundheit des Menschen, also Interesse am Gehirn, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Wir wollen heute über Schmerzen reden, natürlich aus der Sicht des Gehirns auch, und wir wollen hier an der Stelle grob drei Kategorien beleuchten. So, diese drei Kategorien sind Schäden, die natürlich zu Schmerzen führen können, projizierte Schmerzen innerhalb des Systems, innerhalb des Körpers von einer Stelle zur anderen Stelle verschoben, könnte man auch sagen, und Schmerzen als reines Warnsignal vom Gehirn. Also, Schäden. So, was könnte passieren? Natürlich, ich rutsche aus, falle auf meinen Rücken und breche mir den Rücken oder ein Teil des Wirbelkörpers ist angebrochen, sonstiges. Das kann natürlich Schmerzen verursachen. Ich könnte mir beim Heben meine Bandscheibe beschädigen. All diese Dinge können natürlich zu Schmerzen führen, wobei auch da schon gesagt sein muss, der Schmerz an sich entsteht nicht an der Stelle, wo der Schaden entstanden ist. Aber wir müssen natürlich Schäden ausschließen. Das heißt, wenn in der Anamnese irgendwas darauf hinweist, dass ein Schaden in der Wirbelsäule vorliegen könnte, müssen wir das natürlich durch Röntgendiagnostik oder Kernspintomographie ausschließen. So, was daran wichtig ist, ist eben das Thema, dass Schmerz letztendlich nicht an der Stelle entsteht. Es wird zwar gern von Schmerzrezeptoren im Gewebe gesprochen, als Übersetzung für den eigentlichen Begriff der Nozizeptoren, aber Nozi heißt eigentlich Schaden. Und das ist eigentlich das, was Sie auch untersuchen im Körper quasi oder überwachen, ist, ob das Gewebe intakt ist. Und sobald das Gewebe nicht mehr intakt ist, werden diese Rezeptoren aktiviert und senden ein Signal ans Gehirn. Das ist aber kein Schmerzsignal. Das Gehirn entscheidet in letzter Instanz, ob daraus ein Schmerzempfinden werden soll, weil man weiß aus der Neurobiologie, aus der Forschung, dass diese Nozizeptoren aktiviert sein können, ohne dass der Patient Schmerzen wahrnimmt. Also Schäden natürlich ganz wichtig. Zweites wichtiges Thema, und da wird es schon komplizierter und auch neurologischer, ist die Projektion von Schmerzen in andere Körperbereiche. So, eine Sache kennt jeder oder sollte jeder kennen, wenn das Herz streikt, wenn man einen Herzinfarkt hat, dann kann sich dieser Schmerz in den Arm projizieren, in den Bauch projizieren oder in den Kiefer, ohne überhaupt Schmerzen im Brustbereich zu verursachen. So, das kann passieren, muss natürlich verstanden werden und das weiß mittlerweile eigentlich jedes Kind, dass das so ist. Und dieses Phänomen gibt es für alle Bereiche des Körpers. Sehr häufig projizieren sich Schmerzen aus den Organen in den Körperbereich rein, weil wir dort Schmerzen anders wahrnehmen. So auch zum Beispiel projiziert sich die Gallenblase gerne in die rechte Schulter, gerne auch mal in die linke Schulter. Und so können wir alle Organe letztendlich auch Körperbereichen zuordnen, was einfach daran liegt, dass sie mit diesen Körperbereichen über das neurologische System vernetzt sind. Darüber werden wir noch sprechen. Also eine Schmerzprojektion gerne von Organen in den Körper. Zähne auch so ein Thema, vom Zahn in den Ischias zum Beispiel alles schon erlebt. Aber auch umgekehrt, eine Fraktur des Beines kann letztendlich zu Schmerzen im Bereich des Beckens führen, weil dort natürlich auch eine Kopplung sind. Also geht in beide Richtungen. So, wichtiges Thema auch, Schmerz als Warnsignal. Wenn das Gehirn nicht versteht, was der Körper gerade macht, kann es auch sich veranlasst fühlen, Schmerzen zu projizieren oder zu produzieren. Das kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass Sensoren im Körper für die Stellung von Gelenken nicht sauber arbeiten, ein fehlerhaftes Signal an das Gehirn schicken und das Gehirn denkt, da ist irgendwas gar nicht in Ordnung und stoppt durch das Schmerzsignal letztendlich Bewegungsabläufe. Das ist das, was es ist, ein Warnsignal. Aber letztendlich ist nichts kaputt, es ist alles untersucht, es ist keine Auffälligkeit, manchmal können sich die Patienten sogar relativ normal bewegen und trotzdem projiziert der Körper immer wieder Schmerzen, weil er nicht versteht, was der Körper macht. Vilayanur Ramachandran, ein Neurobiologe aus San Diego, hat das mal schön formuliert, hat gesagt, Schmerzen ist die Meinung des Gehirns über den Zustand des Körpers. So, diese drei Kategorien müssen wir natürlich alle berücksichtigen und wir werden noch detaillierter in den weiteren Videos darüber sprechen. Ein Buch möchte ich noch empfehlen, hier Schmerz verstehen, wunderbares Buch hier für Patienten und für die, die tiefer einsteigen wollen, momentan auch nur auf Englisch erhältlich, Explain Pain Supercharged, viel Information rund um das Thema Schmerzen.